Mahlzeit, Leute, der Laszlo ist wieder hier und auch Nagelfahr. Genau, wir gongen mal. Endlich der Essensgong. Barney hat wohl bereits einen neuen Koch gefunden. Ich hoffe für ihn, dass dieser hier eine bessere Schimmelsuppe zubereitet. Langsam gehen uns die Leute aus. Es geht doch nichts über den beißenden Gestank einer richtig zubereiteten Schimmelsuppe. Vielleicht habe ich die Exekution des Kochs ja doch zu früh angeordnet. Okay. Er ist sehr, sehr damit beschäftigt zu essen. Da muss man auch gut kauen. Eine schöne Schimmelsuppe ist gut stuckig mit festen Brocken drin. Nein, fest verschlossen. Aber wir haben hier das Fenster. Aber es hat auch jemand einen Schlüssel. Ob wir ihm während des Essens den abnehmen können? Und unsere Diebesfähigkeiten sind so gut. Man weiß es nicht. Wenn du da plus 2 geskillt hast auf Taschendiebstahl? Ja, doch. Nein, ich komme nicht. Vergiss es, Sedgwick. Einfach nur ganz ruhig verhalten. Ganz ruhig. Vergiss es, Sedgwick. Einfach nur ganz. Was für eine Grau. Wie bin ich bloß hier? Aber gegebenenfalls. Vergiss es jetzt einfach nur. Wenn du ihn nicht beklauen kannst, kannst du ja eventuell jetzt mit Spot reden und seine Fähigkeiten wieder nutzen. Vielleicht geht auch das. Mal schauen, Freunde, ob das geht. Die Suppe wundert euch sehr. Ich meine, der ist in einem Holzkäfig, also würde er die Feuerform von Spot da erst anzünden. Du hast es so langsam. Spot, ich hol dich da raus. Ich weiß noch nicht wie, aber keine Sorge, mir fällt schon noch was ein. Pardon. Oh je, Spot, die Askel planen einen Angriff auf Corona. So tu doch etwas. Spot. Spot kommt vielleicht in einer sehr kleinen Form dadurch. Komm, Spot, benutzt das Mauseloch. Nichts wie raus da. Spot. Sehr schön. Und jetzt ist auch unser Spotify-Account wieder aktiviert. Buh. Ja. Das hat Spot wirklich mal gut hinbekommen. Ich bin richtig stolz auf ihn. Komm, ja. Spot, ich will hier weg. Die Form ist ja auch ein richtiger Hotspot. Doppelbuh! Wann kommt eigentlich die nächste Folge Gothic 2? Ja, gar nicht. Aber ich würde dich mal zu einem Spiel einladen. Das werde ich dir dann in der Pause sagen. Ein Spiel, ich weiß nicht, kennst du Spellforce? Ja. Gut, dann kennst du es schon, dann muss ich dir das ganz schön erzählen. Kennst du Spellforce? Ja, na, dann kennst du es schon. Oh, diese Rhetorik erschlägt mich. Aber da kann ich mich tatsächlich nicht entscheiden, weil hast du Spellforce auch selbst schon gespielt? Ja, Teil 1 und Teil 2. Okay. Ich kann mich beim ersten tatsächlich nicht entscheiden, wenn ich es als Projekt nehme nach Vampire, ob ich Krieger oder mal Magier spiele. Das wäre ja dann noch eine Frage, wenn es soweit ist. Ja. Hab ihn und jetzt nichts mehr raus hier. Na, erinnerst du dich noch, wo du einen Schlüssel brauchst? Bei dem Ventil. Genau. Und davon gibt es ja nicht nur eins. Das ist der Hauptschlüssel natürlich.
Irgendwas ist passiert. Wasserstand steigt. Die Frage ist, müssen wir den komplett nach oben kriegen? Höchstwahrscheinlich. Dann fehlen uns noch zwei Ventile. Das ist tragig, aber so ist es nun mal. Dann kommen wir wahrscheinlich mit dem Hauptschlüssel auch hier rein. Auch damit sehe ich keine Möglichkeit, diese Tür aufzubekommen. Sie ist offenbar nur dazu. Stimmt, ja, aber die. Vorher hatte er ja kein Schloss, ja. Genau, kommst aber damit in den War Room rein. Passt. Und jetzt hast du eine Steinscheibe und du hast ein Pelzvieh. Tob dich aus. Okay. Kackst du gerade oder was? Ich war gerade am überlegen, was das ist, was hier für Wunden. Ja, ich verstehe es nicht, aber okay. Wir haben gerade irgendwas umgedreht, das weiß ich. Irgendwie die Hausfront verdreht. Ich lasse die Tür lieber angelehnt, sonst muss ich den ganzen Weg nochmal laufen. Na, jetzt spielen wir Dark Souls mit Shortcuts. Und das ist der Turm zum Drehen in Anor Londo, den du gerade benutzt hast. Aha. Der hat sie nach oben. Er hat sie nach oben geschraubt. Okay. Warst du schon ganz hinten in der Tür drin? Ganz hinten. In der Tür ganz rechts da. Da so, da so. Ah. Ja, Kamin. Es ist warm genug. Nicht nötig, das habe ich bereits getan. Irgendwie ist es so, man muss nur mal die Tür zumachen, um vieles zu finden. Scheint sich durch die komplette Serie zu ziehen, also zumindest so durch das komplette Spiel. Zauber, Zauber. Hat sich da jetzt was getan? Jetzt bist du enttäuscht, ne? Nicht ganz, du musst zweimal auf die rechte Seite schlagen. So viel nehme ich dir mal vorweg. Also ich habe jetzt gehört, dass sich was verändert hat, aber anscheinend nicht hier. Du kannst ja nochmal zurück zum War Room gehen, weil jetzt hast du eventuell was, womit du aus der richtigen Position auch an den Eimer kommst. Nur, ich glaube, du musstest jetzt viermal die rechte Scheibe schlagen, damit er sich quasi, also nicht da, sondern in dem Trophäenraum, weil du ja erst zweimal links geschlagen hattest. Quasi Ausgleichsmaßnahmen. Sie ist verschlossen. Okay, oder doch nur sie einmal ist, rechts? Sie. Ja, klick ruhig nur ein paar Mal drauf. Vielleicht wird's dann was.
Oder war es nur einmal rechts gewesen? Okay, dann müsstest du jetzt noch einmal nach links wieder drehen. Es bleibt spannend. Ich glaube, dafür benötigt. Ich glaube. Ach, Mist. Hat man auch wieder eine Tür sich öffnen hören? Sie ist verschlossen. Hä? Aber offensichtlich war es nicht die Tür. Hm, okay. Ich glaube, irgendwie habe ich da einen Logikfehler in meiner Erinnerung. Spot brennt auch schon vor Begeisterung. Das war mit dem zweimal rechts schon richtig, nur ich glaube, man musste dann wieder durch die untere Tür gehen. Weil jetzt, wenn du gerade nochmal in den Raum gehst, gehen wir mal zurück. Hier hin. Genau. Weil jetzt siehst du, dass du oben rechts nicht mehr das Fenster hast. Mhm. Und du musst den Raum quasi richtig drehen, dass das Fenster auf der linken Seite über dem Eimer ist. Ah. Deswegen, ich glaube, das war mit dem zweimal rechts schlagen schon richtig, nur du musstest dann unten durch die Tür entkommen. Also jetzt dann noch ist der Turm, glaube ich. Ich habe jetzt gerade beim letzten Mal nicht aufgepasst, worauf du geschlagen hast. So, abgekürzt. So, jetzt hat der sich wieder nach unten gedreht, jetzt durchs Fenster. Ach stimmt, durchs Fenster. Ich weiß immer noch nicht ganz genau, wofür wir den Eimer brauchen, aber... Zum Eimern. Ja. Jetzt nein, passt. Ich komme nicht ran. Nein, ich komme nicht ran. Sehr optimistisch. Oh. Genau. Ja, so könnte das klappen. Dann können wir wieder hier schnell rein und raus, damit wir hier schnell rein. Dann zweimal nach links, bitte. Nee, nur einmal. Und ich weiß auch, wo das letzte Ventil ist. Sie ist verschlossen. Ich muss das einmal waschen. Nee, einmal waschen richtig. Oh, ich komme nicht rein. Von unten. Ja. Das überfordert dich, dass dieser Turm zwei Zugänge hat. Da. Genau, du hast es. Und wir haben den anderen. So, und wo ist das andere? Tja, geh doch mal dahin zurück, wo alles begonnen hat. Nicht da. Ich meinte deine Zelle. Sonst müsstest du jetzt zurück zu Ben und Opa. Tja, und jetzt hast du noch das Stroh. Hm, wie kriegt man bloß den Heuhaufen da weg? Ah, schwere Sache das. Ist nicht dein Ernst? Hm, eventuell steht die Lösung schon vor dir. Spot! Und los, oh Mann, Spot. Dein Typ ist gefragt. Warte, ich mach nur kurz die Tür zu. Soll ja nicht gleich ganz Askelia den Rauch sehen. Bevor ich hier an einer Rauchvergiftung sterbe? So, jetzt ist die Anzeige voll. Es ist maßesvoll, sozusagen. Das ist aber ein Liter dann. Tja, und jetzt? Ja, wie kommst du jetzt bloß an den Hebel da oben dran? Musst du wohl dein Inventar nutzen. Du hast es mit den ersten Stückchen, ne? Nein, das ist viel zu edizin.
was würde das bringen? Damit käme ich vielleicht, aber was würde das bringen? Du musst den Hebel quasi beschweren, dass er nach unten gezogen wird. Noch ist nicht alles im Eimer. Na? Selbst wenn ich das da das Gewicht würde wohl kaum auf... Spot ist zu schwer, um ihn so weit zu werfen. Muss kleiner werden. Nicht glauben, dass es mir gelungen ist, ihnen zu entkommen. Corona. Wie soll ich da bloß jemals hinkommen? Da unten wohnen die Askil. Ich kann immer noch nicht glauben, dass es mir gelungen ist, ihnen zu entkommen. Nein, der Fahrstuhl hat seinen Zweck bereits. Ja, aber schau doch einfach, um die Askel aufzuhalten, das Ding zu säbeln. Na gut. Du denkst zu weit für Cedric. Der Bahnhofswärter, mit ihm werden wir erst im nächsten Part sprechen. So soll's sein. Bis dahin, ciao.